Herzlich willkommen zum Tagesimpuls am Hochfest der Verkündigung des Herrn. Der Engel verkündet Maria, dass sie in 9 Monaten zu Weihnachten ein Kind, Jesus, den Retter der Welt, den Heiland, gebären wird. Das war schon vor einem Jahr, als wir hier schon einmal standen und das bedacht haben. Was hat sich inzwischen verändert? Ist die Geburt unterblieben? Manche denken, wenn sie an Corona denken, ja, obwohl es ja seit Weihnachten Impfstoff gibt. Aber ich meine, es hat mit etwas anderem zu tun. Weihnachten wird nur etwas, Jesus wird nur wirksam wirklich in unsere Welt hineingeboren, wenn er, wie ein altes Sprichwort sagt, in unsere Herzen hineingeboren wird. Das verändert die Welt. Natürlich, er ist da, darauf können wir uns verlassen. Aber lassen wir ihn auch zu uns herein, in diese Welt, dass sein Geist diese Welt prägt? Manches spricht dagegen, wenn man so herumschaut. Aber manches spricht eben auch dafür. Jedes glückliche Kind, dem jemand zu seinem Glück, zu seiner Freude verheißen hat, jeder Mensch, den wir beglücken, und sei es, dass wir ihn nur anrufen und sagen, hallo, ich habe dich nicht vergessen. Und wir können diese Welt so verändern, im Kleinen, aber auch im Großen. Und wir wissen, dass was auch immer geschieht, diese Welt kein Ende für uns hat, auch wenn das Leben zu Ende geht, weil Jesus hineingeboren ist in diese Welt als der, der Leben bringt, über alle Not und allen Tod hinaus. Und deshalb liegt passend in den nächsten Wochen auch das Osterfest, sein Osterfest, das er aber auch zu unserem machen will. In dieser Hoffnung, auch angesichts weiterhin der Pandemie, segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Und wenn Sie noch mehr Filme schauen möchten, mit uns verbunden bleiben, dann hier abonnieren diesen wunderschönen Kanal. Und hier oben geht's zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.